Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Technis-Kanal und heute gibt es mal ein ganz kurzes Uncut-Info-Video über das aktuelle Snapchat-Problem, was aktuell existiert. Heute hier am 11. Juli 2018, ab 19 Uhr bei mir in etwa, hat es angefangen, dass Snapchat sich nicht mehr ordnungsgemäß nutzen hat lassen. Das heißt, Snapchat, während man es geöffnet hat, instant wieder abgestürzt ist. Und auch jetzt hier schon in dem Chat, den ich hier auf Netzwelt offen habe, schreiben die Leute die ganze Zeit, dass Snapchat bei ihnen abstürzt. Und da ich jetzt ein bisschen was schon herausgefunden habe, möchte ich das Ganze hier in diesem kurzen Video mal an meine Abonnenten weitergeben. Denn was ich herausgefunden habe, ist, dass das ganze Problem allein auf Android existiert. Das heißt, ich habe hier jetzt noch mein iPhone 5 zur Hand genommen und auf dem iPhone 5 funktioniert Snapchat wirklich ohne Probleme, es stürzt nicht ab. Und ihr seht auch hier meine Kamera von meinem iPhone 5 und auch das ganze Snapchat unter iPhone funktioniert ohne Probleme. Das heißt, das Problem existiert wirklich ausnahmslos unter Android-Geräten. Und was kann man jetzt machen? Die Sache ist, Snapchat schreibt selber auf ihrer Website, dass dieses Problem existiert und sie halt selber mit Abstürzen zu kämpfen haben. Sie aber jetzt daran arbeiten, dieses Problem natürlich so schnell wie möglich zu beheben. Was man dazu aber wissen sollte, ist, dass dadurch, dass Snapchat aktuell daran arbeitet, das zu beheben, wirklich nur auf Android basiert. Die meisten Leute, die jetzt hier in den Chat auch schreiben, den ich hier offen habe, da schreiben zum Beispiel Leute, zum Glück habe ich heute schon gesnappt, wäre schade um die Flammen, ich hoffe morgen ist es behoben. Denn es gibt nämlich, auch Snapchat hat das auf ihrer Twitter-Seite geschrieben, dass die Flammen nicht verloren sind, wenn sie jetzt wirklich weg sind. Denn es gibt nämlich auf der Snapchat-Seite, ich verlinke euch das auch unten in der Infobox, haue ich euch alle Links rein, damit ihr euch selber über das Ganze informieren könnt. Nämlich hat Snapchat dort geschrieben, dass man sich die ganzen Flammen zurückholen kann. Man muss dann einfach dort angeben, dass man die ganzen Flammen verloren hat. Snapchat weiß das natürlich und gibt euch dann, das müsst ihr einfach euren Namen, euren Snapchat-Namen und den Snapchat-Namen von der Person hinschreiben, mit der halt so und so viele Flammen gehabt hat. Da müsst ihr dann halt einfach die aktuelle Zahl oder ihr könnt auch einfach irgendeine Zahl, also eigentlich ist das wirklich so ein Flammen-Hack, um eigentlich unendlich Flammen auf Snapchat zu bekommen. Da schreibt ihr einfach hin, wie viele Flammen ihr mit dieser Person haben wollt. Könnt alles reinschreiben, ich glaube bis zu 1000 oder was geht das hoch, vielleicht sogar höher. Schreibt ihr auf jeden Fall rein, wie viele Flammen ihr mit dieser Person gehabt habt oder wie viele ihr halt haben wollt. Könnt euch das natürlich auch als Vorteil nutzen. Das heißt, einfach dort reinschreiben, wie viele Snapchat-Flammen ihr mit dieser Person gehabt habt. Und Snapchat stellt dann diese ganzen Flammen, sobald Snapchat wirklich ordnungsgemäß auch unter Android funktioniert, wird Snapchat all diese Anfragen durcharbeiten und all eure Flammen wieder zurückholen und auch euch wiederherstellen. Also an alle, die sich jetzt hier schon wirklich die ganze Zeit aufregen in dem Chat. Ich wollte hierzu jetzt kurz ein Technis-Video machen. Ansonsten könnt ihr jetzt wirklich nur abwarten oder wie ich zu einem iPhone wechseln. Also ich habe zum Beispiel hier mein iPhone 5 noch immer dumm liegen und deshalb bin ich mit dem jetzt in meinen Snapchat-Account reingegangen, um mir das natürlich ein bisschen anzuschauen. Wenn ihr natürlich kein iPhone habt und nur auf Android gebunden seid, dann könnt ihr jetzt wirklich nur abwarten und hoffen, dass das ganze Problem schnell behoben ist. Ich bin mir nicht sicher, wie großartig dieses Problem ist. Es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass das Android-Betriebssystem glaubt, dass sich die App aufgehangen hat und dadurch die App schließt, obwohl eigentlich, glaube ich, gar kein Problem bei Snapchat, sondern eher bei Android liegt. Keine Ahnung, ich bin jetzt hier auch kein Experte, weiß jetzt nicht genau, worum es da handelt. Aber ich möchte hier das Video gar nicht länger machen. Auf jeden Fall, wenn ihr kein iPhone da habt, um euer Snapchat-Account dort zu übernehmen, könnt ihr jetzt eigentlich in der Zeit wirklich nur abwarten und wir schauen einfach mal, wie morgen die Lage ist. Und auf jeden Fall, ich kann euch versichern, Snapchat wird all eure Flammen wiederherstellen. Da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen und da könnt ihr euch auf jeden Fall beruhigt schlafen gehen. Ja, das war es jetzt hier kurz mit diesem kurzen Infovideo. Ich würde mich natürlich jetzt sehr hier über einen Like freuen oder wenn ihr mich abonnieren würdet, dann blende ich euch trotzdem im Abo-Kreis ein. Und hier zwei von meinen letzten Videos. Ihr könnt mir natürlich unten in die Kommentare schreiben, was ihr gerade so für Snapchat-Probleme habt oder was gerade bei euch so abgeht. Schreibt mir das auf jeden Fall unten gerne in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also macht's gut, bis dann. Ciao.